Dann würde ich sagen, gehen wir. Ach, guck mal, hier ist noch ein Aktivitätengeber. Ach, das könnte wahrscheinlich auch wieder hier unser Schlägertyp sein. Prügeln kann man sich ja hier auch. Wir hätten auch mal so Faustkampfwettbewerbe machen können. Da hatte ich auch schon mal überlegt, ob das vielleicht was für uns wäre, aber ehrlicherweise wäre ich davon weniger überzeugt. Aber wir schauen mal an, wer hier in der Ecke unseren Aktivitäten für uns hat. Aber ich tippe mal, dass das wieder hier der. Ist das der Gehilfe? Nee, wir müssen einen weiter. Ah, das wäre wahrscheinlich hier irgendwo und da kommen wir nicht rein, oder? Ja, guck mal, das ist wieder hier der Milan. Naja. Der hier, Was war das? mit dem man sich prügeln kann. Ne, das machen wir nicht jetzt. Wir gehen zum Schwertkampftraining. Das halte ich doch für eine gute Idee. Ja. Oh, niemanden umrennen hier. Ja. So. Ja, und das Schwertkampfturnier machen wir natürlich auch nicht mit. Das können wir vielleicht irgendwann mal wieder machen. Das ist zum Glück 1 gegen 1. Da kann man bestimmt auch eine ganze Menge Geld verdienen. Gerade ist aber, glaube ich, keins. Das ist aber alle Nase lang mal wieder. Auch das wäre noch eine gute Möglichkeit, um da ein bisschen vielleicht was dazu zu verdienen. Aber wir werden jetzt mal mit dem guten Bernal sprechen. Und mit dem kann man jetzt mal ein bisschen Schwertkampftraining machen. So, wir haben ganz viel Trainingsbedarf. Dürfte ich dich etwas fragen? Ich wüsste gern. Ach so, ne, das brauchen wir nicht. Hab Dank. Mehr wollte ich nicht wissen. Das hatten wir schon mal, aber Übung. Oha, ich würde gerne Kombos lernen. Meister, Schläge, Verteidigung, Axt, Schwert. Verteidigung wäre gar nicht so schlecht. Schwert wäre auch gut. Verteidigung, oder? Kannst du mir zeigen, wie ich mich verteidigen kann? Selbstverständlich. Etwas erfordert Stufe 5. Sind wir 5? Machen wir mal Ich Anfänger. möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Gegen Silber? Oh, das ist ja gemein. Vielleicht ein anderes Mal. Wir müssen das bezahlen. Wenn ich jetzt Schwert mache, Ich wahrscheinlich das wäre gleiche, gerne ein ne? besserer Schwertkämpfer. Selbstverständlich. Das hat keiner von euch gesagt. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Okay, also das würde uns auf jeden Fall immer wieder Geld kosten. Und das nicht zu knapp. Aber wir investieren ja eigentlich gegenüber unser Überleben. Ich würde das einmal machen und gucken, wie viel uns das Also, bringt. pass gut auf. Wir testen. Du hast verbessert Schwert, du hast neue Stufe erreicht Kampf. Ah, man skillt sozusagen gegen Geld. Okay, Schwert, Kampf ist auf 3 jetzt. Ach so, das andere wäre dann Verteidigung. Okay, verstehe. Naja, okay, das hat sich also ein bisschen verbessert, aber das ist halt wirklich nur, dass die Werte dann hochgehen für 60 Münzen. Das ist natürlich eine ganze Menge. Na gut, das war jetzt weniger aufschlussreich, als ich dachte. Hier gibt es auch Schmiede, ne? Lass uns doch mal schauen, ob die hier was von den Bruchstücken gehört haben. Und wenn ja, ob wir uns da vielleicht noch mal eins besorgen können. Irgendwann werden wir wahrscheinlich auch noch eins klauen müssen. Das habe ich schon so im Gefühl irgendwie. Aber wir besprechen erstmal den Schmied hier an. Ob der was weiß. Beste Grüße. Ich suche nach Bruchstücken vom Schwerte der Königin von Saba. Es heißt, ein Pilger habe Bruchstücke eines heiligen Schwertes verkauft. Er kam nicht zufällig hier vorbei. Darüber habe ich nichts gehört.
Ach ja? Ja. Willst du mich einen Lügner schimpfen? Nee, dann hat er wahrscheinlich nichts gehört. Gott behüte dich. Okay, dann hat er davon nichts gehört. Wir haben aber noch unten den Waffenschmied und den Rüstungsschmied. Die könnten wir nochmal fragen. Und was mich mal interessieren würde, wir sind jetzt ein paar Tage nicht hier gewesen. Vielleicht ist jetzt heute was in dem Nest. Ich würde zumindest mal wissen, ob da was wieder reinkommen kann oder ob das... Nee, einmal leer bleibt leer. Okay, das ist jetzt auf jeden Fall mal die Bestätigung dafür. Dann wollen wir mal zu den anderen Schmieden nochmal gucken. Wie gesagt, würfeln könnten wir auch. Wäre also auch eine Möglichkeit. Da ist wieder unser... der Prügelheini. Und hier sind auch nochmal Aktivitätengeber. Kommt und betrachtet meine Waren! So, gehen wir erstmal zu dem Schwertschmied oder zum Rüstungsschmied. Wir gucken mal zu beiden. Das war doch hier der Schneider und hier war doch der Rüstungsschmied, genau. Knoblauch, Zwiebeln, Pilz, ja. Knoblauch, Zwiebeln und so weiter. Spannend, spannend. Handwerker, Rüstmeister. Fragen wir den mal. Gelobt sei Jesus Christus. Ach ne, das ist kein Schmied. Klar. Kann der hier vielleicht. Mit dem können wir vielleicht reden. Der hat vielleicht was gehört. Ah, ne. Okay. Mach's gut. Also das müssen wirklich richtig so Leute in der Schmiede sein. Traut euch nur! Kommt her! Das heißt, der Waffenschmied wird nichts haben, aber der hier in der Schmiede arbeitet vielleicht. Der allerdings gerade nicht arbeitet. Gucken wir mal in das Geschäft. Ah, guck mal hier. Da ist er doch. Handwerker. Gelobt sei Jesus Christus. Ah, okay. Aber den können wir auch nicht fragen. Also tatsächlich wirklich nur die Grobschmiede sozusagen. Und nicht die normalen Schmiede. Okay, dann haben wir in Rathai jetzt eigentlich wenig zu tun. Wir könnten nochmal würfeln hier oben. Wir wissen ja, dass wir da relativ gut sind. Da könnte noch mal ein bisschen Geld geben. Und hier ist auf jeden Fall auch noch mal ein Aktivitätengeber. Mit Theresa können wir erst nachts oder abends was machen. Das heißt, so lange müssen wir jetzt irgendwie noch die Zeit rumbekommen. Dann schauen wir mal, ob wir uns in irgendeiner Art und Weise hier eine Aktivität geben können. Von dem Landstreicher. Ah, der Landstreicher, der hier ja, glaube ich, auch irgendeine zwielichtige Aufgabe für uns hatte. Glück und Gesundheit. Ja, ja. Oh, genau, das war der zwielichtige Aufgabe hier. Wie sieht's mit der Sattheit aus? Sieht doch gut aus. Da brauchen wir nichts. Ich hab alles verloren. Mein Heim, meine ja. Familie, mein Auskommen. Zeig ja, in der Burg gibt's wahrscheinlich nichts geben. Da ist auch nichts. Genau, das ist wieder der Schlagtyp. Okay, ja, wir könnten jetzt... Okay, bei dem Henker gibt es noch eine Quest, die wir uns abholen könnten. Die weiß ich aber nicht, ob wir die irgendwie machen sollten. Mit dem wollen wir eigentlich nichts zu tun haben, mit dem Henker. Wir haben jetzt den einmal genutzt, um was zu lernen. Hier sind übrigens auch noch Nester, die wir vielleicht runterschießen können dann auf dem Weg. Genau, und ich würde halt gerne nochmal zum Jagdlabor, da müssen wir eh hin, weil U-Schütze liegt sozusagen auf dem Weg. Dann können wir hier durch das Jagdlager und da das Wildfleisch mitnehmen. Das kann man sicherlich auch verkaufen. Und das dann nochmal zu bringen als für die Vorräte. Okay. Nun gut, dann vermehren wir unser Geld vielleicht beim Würfelspiel. Auch wenn das Würfelspiel mal sehr, sehr lange dauert. Wir suchen uns mal jemanden, mit dem wir würfeln können. Wir brauchen irgendwie ein bisschen Geld. Und beim Würfeln sind wir tatsächlich nicht schlecht. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, ich weiß gar nicht, in welcher Taverne das war. Ob das nur in der Unterkunft oben war oder ob es auch hier im Dorf war.
obwohl wir würfeln konnten. Aber hier sitzt nämlich keiner, mit dem wir... Da ist ein Würfelbrett, aber da ist, glaube ich, niemand da, mit dem wir würfeln können, ne? Genau, hier können wir uns versetzen, aber hier ist keiner da, der mit uns würfeln möchte. Möchte denn der Wirt mit uns würfeln? Glück und Gesundheit. Okay, brauchst du jemand bei irgendwas Hilfe? Jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Ich habe andere Dinge im Kopf. Na gut, dann wird das nicht passieren. Okay, dann gehen wir nochmal hoch in die Unterkunft. Und vielleicht ist es ja so, dass wir tatsächlich da ein bisschen, ja, ich sag mal, so, hier ist irgendwo noch eine Taverne gewesen, ne? Ah, hier war der Schuster. Da ist noch eine Taverne. Gucken wir mal, vielleicht ist ja hier jemand, der mit uns würfeln möchte. Das sieht sehr geschäftig aus, aber hier ist niemand, der irgendwie ein Würfelbrett hat. Okay, dann gucken wir mal oben bei der Unterkunft. Da war eigentlich immer jemand. So, auf geht's. Hier soll jemand sein, der mit uns würfelt. Und dann können wir vor allem hier... Was liegt denn hier? So ein Karren. Ist hier irgendwas auf den Karren? Nee. Also ihr seht, wir sind ein bisschen verzweifelt auf Geldsuche. Was tatsächlich dann, wenn man das tatsächlich einigermaßen friedlich spielen will, gar nicht so einfach ist hier. Ah, guck mal. Wir können unser Pferd da einstellen. Geh weg, ihr Hühner. So. Einmal hier unterstellen und dann... Werden wir mal gucken, ob hier jemand mit uns würfeln möchte. Da will jemand würfeln. Das sieht doch gut aus. Da. Mit ihm wollen wir würfeln hier. Bürger oder mit ihm? Komm, wir gucken mal, mit wem wir hier würfeln können. Würfeln! Lust auf ein oder zwei Spielchen? Ja, auf jeden Fall. Wie viel setzen wir? 50 Groschen. Setzen wir 50? Ja. Okay. Okay, los geht's. Ich mutig, mich herauszufordern. Ich gewinne immer. Ja, ja, du gewinnst immer. Du gewinnst gar nicht. Auf die Frauen. Gott segne du kannst sie. Das Gewinnen knicken. Wir nehmen auf jeden Fall den Fünfer auf zur Seite und punkten fortfahren, mein Freund. Das waren 3 Fünfen, ich Idiot. Ich habe das den Pasch vergessen. Oh Gott, wir haben einen Zweierpasch. Ja, ja. Und dann, ja, machen wir das. Punkten und passen. Punkten und passen. Schade, wir hätten das für den Fünferpasch nehmen sollen. Ich war ein bisschen doof gerade. Zu spät gemerkt, dass da ja noch die 5 waren. Aber oh, der hat gleich mal eine Straße. Und eine 5 und kann gleich weiter würfeln. Okay. Das war's. Oh Mann, ey. Wir müssen das gewinnen, Freunde. Wir haben kein Geld. Und der. Okay, der hat aufgehört. Okay, gut. Der hat jetzt defensiv gespielt. Ist das eine Straße 3, 4, 5, 6? Ne, das ist nix, ne? Okay. Dann nur die 1 und punkten und fortfahren. Hallo Flox Viking. Ja, hallo Schwertmeister. Ja, im Moment eher der Würfler, leider. Der Schwertmeister ist es noch nicht, wir arbeiten aber dran. Aber vielen, vielen Dank und schön, dass du da bist und viel Spaß beim Zuschauen. Bier für mich. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Doch, doch, müssen wir, weil wir liegen nämlich mächtig Punkte hinten, mein Freund. Sonst kommen wir auf keinen grünen Zweig. Ach, komm schon. Lass mich wieder würfeln. Nix da. Ich will mehr Punkte machen. So, nehmen wir die jetzt mit? Ja, wir nehmen die mit. Punkten und fortfahren. Aber wir haben zu wenig eigentlich. Hier ist es schon. Ja, das sagen einige, dass es ihr Lieblingsspiel ist. Oh, er hat nicht gut gewürfelt. Das ist sehr schön für uns. Ja, die 1 auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4 ist leider keine Straße. Punkten und fortfahren. Für mich ist das allererste Mal Kingdom Come Deliverance. Nicht minder bin ich aber auch manchmal ein bisschen überfordert, vor allem mit dem Kampf
System. Deswegen ist der Streamtitel auch ein bisschen ironisch gemeint. Denk mal nach, Mann. Aber, ja und? Ich kann aber auch alles gewinnen, mein Freund. Wir sind jetzt schon wieder auf Augenhöhe, ne? Ah, schwierig. Wir punkten und passen mal. Wir spielen mal entspannt. Ich hätte ja die 2-1 auch genommen an seiner Stelle. Ja, okay. Dann hast du es also auf mehreren Plattformen schon durchgespielt. Dann bist du auf jeden Fall schon mal weiter als... Also, was heißt weiter? Ich denke mal, viele, die hier mal reingeschaut haben, haben das schon oft gespielt. Ja, ich muss mich da reinfinden. Das Kampfsystem ist hart. Wir haben auch noch nicht die beste Ausrüstung. Ich bin auch beim Verteidigen noch nicht besonders gut. Und gerade wenn man jetzt gegen mehrere Gegner... gegen mehrere Gegner kämpft, ist es dann doch sehr, sehr schwer. Aber ich bin da für Tipps immer offen. Also, mir wurden auch schon einige Tipps gegeben. 2, 3, 4, fast wieder nicht. Ich versuche das so nach und nach so ein bisschen zu berücksichtigen. Und mich langsam besser zu verbessern. Mal gucken, ob es mir vielleicht irgendwann nochmal gelingt. Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Nix da, wir gewinnen hier alles. Guck mal. Ich mache hier Punkte. Boah, wir nehmen die beiden Fünfen. Ja, wir nehmen die beiden Fünfen noch. Ja, genau. Die spammen mich. Genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Aber wenn ich jetzt, sag ich mal, für diese Random Events unterwegs habe, da bin ich doch sehr oft in einer Unterzahlsituation. Und da ist es dann doch echt schwer zu bestehen. Ich versuche da zweimal, aber es endet dann leider oft in dem Tod. Und wenn du das 30 Mal durchgespielt hast, dann bist du ja wahrscheinlich auch... hast du es schon mal im Hardcore-Modus gespielt? Das habe ich nämlich gedacht, wäre so das absolute Endziel, aber nee. Also da bin ich ganz, ganz froh, dass ich das hier beim ersten Spiel durchlauf nicht eingestellt habe. Außer es sei denn, es sind diese 5 Räuber am Wegesrand. Es waren unterschiedlichste Räuber am Wegesrand. Es waren mal gute, mal schlechte. Es waren mal welche mit Bogen ausgerüstet. Es waren mal Kumanen, die in voller Rüstung und Montur waren. Also wir hatten schon unterschiedlichste Räuberbanden. Nein, besser nicht. So, der hat ein paar Punkte gemacht. Jetzt müssen wir auch mal wieder ein paar Punkte machen. 1, 2, 3, 4. Nein, das passt wieder nicht. Aber wir haben die 2 Einsen. Wollen wir eine 1 erstmal mitnehmen? Wir nehmen erstmal nur eine 1 raus und würfeln mit möglichst viel Würfeln weiter. Ja, das war jetzt vielleicht nicht das schlecht Beste. Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Ja, das Spiel ist halt auch jetzt schon eine wirkliche Herausforderung, das muss man sagen. Wir würfeln nochmal weiter. Ach komm schon, lass mich wieder würfeln. Ach Gott sei Dank, noch eine 1. Die hat uns rettet so ein bisschen den Allerwertesten jetzt gerade. Wir liegen halt echt zurück, aber egal, punkten und passen. Ja, Hardcore, nee, also ich bin recht froh, dass ich das nicht auf Hardcore spiele. Mir reicht das Spielerlebnis ist für mich jetzt auch schon sehr schwer genug. Der passt, oder? Okay, also 2500 Punkte ist noch auf jeden Fall einholbar. Wir bräuchten mal ein bisschen Würfelglück, Freunde. Ein bisschen Würfelglück. Kann ich nicht mal einmal einen Pasch würfeln oder sowas? Mit den Fünfen mache ich doch hier nichts. Du schreckst vor nichts zurück. Mache ich hier nichts gut. Na, Einsen. Einsen sind ja schon mal nicht schlecht, aber es sind zu wenig. Als dass wir hier gut sind. Boah, das wird halt super schwierig, jetzt nochmal eine 1 und eine 5 zu würfeln mit 2 Würfeln. Dann haben wir gar keine Punkte. Ja, also bevor wir jetzt nochmal Risiko gehen, noch eine Runde warte ich noch ab. Vielleicht kommen wir ja nochmal ins Spiel. Na, der kann jetzt auf Sicherheit spielen, ne? Jetzt du. Also, sehr guter Tipp von mir. Für schnellere und einfache Kämpfe nimm einen Morgenstern oder Knüppel und immer auf den Kopf und mit Schild den Gegner auf Distanz halten. So gehen alle Gegner schnell down und da du deine Schaden zu 80% auf den Kopf richtest und dann macht deine Waffe immer doppelt Schaden. Ja, okay, das ist auch nochmal ein anderer... die 3 Vieren. Nicht jetzt, bitte nicht. Ja, das gibt schon mal 4 Punkte, das ist schon mal sehr gut. Das wären tatsächlich 500 Punkte mit denen. Ja, dann punkten und passen, ne? Ja,
Auch nicht schlecht. Danke, danke für den Tipp. Im Moment haben wir ein Schwert. Im Moment habe ich ein Schwert. Hm. Bin aber tatsächlich nicht ganz so zufrieden damit. Was heißt nicht ganz so zufrieden damit? Eigentlich kämpfe ich gerne mit dem Zweihänder, was ich habe, aber irgendwie mir fehlt allgemein so ein bisschen die Durchschlagskraft und im Verteidigen. Ich muss auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall probieren will beim Verteidigen, ist mit Schild. Das wurde mir auch schon als Tipp gegeben. Dann doch lieber mit Schild zu kämpfen und damit zu blocken. Mal gucken. Oh. Nochmal ein Dreierpasch mit Vieren. Und zwei Dings. Ja, auf jeden Fall. Punkten und fortfahren. Nee, wir machen. Oh, wäre das eine 5 gewesen, hätten wir nochmal würfeln können, ne? Ist das ärgerlich. Oh, wir könnten das noch gewinnen. Wenn er. Jetzt wird's was. 900, wenn wir 900 Punkte machen gleich. Ah nein, er darf nicht so viele Punkte machen. Oh Gott. Okay, wir haben noch eine Chance. Wir müssen jetzt irgendwie richtig gut würfeln. Die 1 und dann fortfahren. Ah nein, das ist aber nicht das, was wir möchten. Wir brauchen also andere Punkte. Das Glück nicht herausfordern. Oh nein, und jetzt haben wir dann noch eine 5, okay. Das wird hart. Ja, egal, Punkten und fortfahren, komm. Denk noch ein Dreierpasch vielleicht? Du wirst alles verlieren. Okay, ja, das war's. Ach, halb so wild, würde ich sagen. Ja, okay, das können wir nicht, das gewinnen wir, glaube ich, nicht mehr. Da mussten wir es riskieren. Das war's. Schade, das Geld hätte ich gerne genommen. Aber jetzt wird's was. Der braucht noch 150 Punkte. Ja gut, die hat er jetzt. Ja, okay. Das haben wir jetzt verloren. Genau was ich wollte. Na gut, also, würfeln. Das Würfeln hat uns auch kein Glück gebracht. Aber vielleicht. Wie heißt es doch so schön? Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Wir versuchen es mal. Wir werden jetzt nochmal. Und das ist das Stichwort. Wir werden jetzt nochmal. Wir werden jetzt nochmal zu Theresa gehen. Schnell abstechen und zäh zurückklauen. Ja, nicht vor all den Leuten. Wir sind ja auch eher ein gutmütiger Mensch. Heinrich ist ja ein sehr lieber Charakter. Und wir versuchen so ein bisschen auch danach zu spielen. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass man hier doch sehr, sehr. Ich sag mal, den Versuchen unterliegt, hier auch mal Sachen zu klauen, Leute zu berauben, vielleicht auch mal den einen oder anderen, ja, ein bisschen leichter zu machen. Ja, genau. Das mit dem Kopfgeld ist halt so eine Sache, ne? Bis jetzt versuche ich es halt wirklich auf eine gute Art und Weise zu spielen, mit ehrlichem Geld und versuche auch so ein bisschen das Ganze immersiv hier zu bespielen. Das heißt, ich versuche so ein bisschen diesen Rollenspielgedanken weiterzuführen, dass wir hier einigermaßen durchkommen, aber es ist sehr, sehr schwer. Wirklich sehr, sehr schwer. Aber gut, da müssen wir jetzt durch. Ich habe mir das so ausgesucht. Wir gucken mal, wie das wird. So, am Abend soll ich zu Theresa. Dann können wir mal gucken, ob das jetzt schon Abend genug ist. Ansonsten vertreiben wir schon mal eine Stunde die Zeit. Und am nächsten Tag soll es dann auf jeden Fall weiter nach Uschütze gehen. Wir wollen nämlich endlich lesen lernen. Und, ja, weiter die Hauptquest machen. Ja, habe ich auch gehört. Wir haben auch eine ganze Menge Fleisch irgendwo rumliegen. Das müsste ich nur mal holen. Da bin ich auch unterwegs jetzt als nächstes. Wir haben sowieso eine Aufgabe, irgendwo mal Fleisch uns zu besorgen. Aber ja, jagen ist eine gute Idee. Vielleicht machen wir das auch nochmal irgendwann, um einfach mal Geld zu verdienen, dass wir einfach hier mit in die Wälder gehen und uns ein bisschen was an Fleisch holen. Ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge Fleisch noch in der Truhe liegen. Mal gucken, ob das noch da ist dann. So, jetzt denke ich mal. Theresa sitzt immer noch hier, meine Güte. Der sitzt den ganzen Tag schon hier. Du bist wahrlich eine Augenweide. Okay, zwischen Geld und Verdienen gehört ein zu, sorry. alles gut, Vlogs Viking. Ich habe das schon verlesen können, kein Problem. Willst du immer noch etwas unternehmen? Wie wäre es jetzt gleich? In der Stadt? Das klingt wundervoll. Jeder sagt, in der Schenke zum zerbrochenen Rad ist abends viel los. Na dann.
Lass uns dorthin gehen. Ab in die Schenke. Warst du schon mal in einer Schenke? Mein Vater und ich machten oft an der Schenke zur Waldwiese Halt, wenn er das Mehl in die Stadt brachte. Aber ich durfte nie mit hinein. Was meinst du, Heinrich? Wollen wir gehen? Na klar. Wo ist denn diese Schenke? Und wo ist diese Schenke? Gleich hinter dem oberen Tor. Kurz vor Rattei. Ist also nicht weit. Ah, das ist die, wo wir gerade gewürfelt haben. Na klar. Da gehen wir da hin. Warum nicht? Aber wenn wir schon dort sind, musst du ein Bier probieren. Gut. Abgemacht. Oh mein Gott. Dann lass uns gehen. Na gut, dann auf geht's, Theresa. Ich würde aber ganz gerne... Können wir sie... Aber sie wird wahrscheinlich nicht mit unserem Pferd reiten. Wir müssen wahrscheinlich mit ihr laufen, oder? Gehst du oft in die Schenke? Manchmal. Pass auf, wir werden uns jetzt aber mal schick machen, in Anführungszeichen. Wir werden jetzt mal hier zumindest mal unsere Beckenhaube ausziehen und so ein bisschen die... das grüne Hemd wieder anziehen und so ein bisschen hier... Wir wollen ja auch ausgefein sein hier. Armschienen, die Handschuhe weg. So, und haben wir nicht eigentlich auch eine andere Hose? Achso, die gepolsterten Beilinge, genau. So, dann sehen wir auch mal wieder ein bisschen... Und den Schal mal wieder anziehen. So, dann sehen wir auch mal wieder ein bisschen besser aus. Schwert und Bogen lassen wir mal. Zur Sicherheit. Na, Bursche? Lust auf eine kleine Wette fürs Rattei? Meinst du, ich soll die Rüstung anlassen? Aber das ist doch jetzt nicht besonders ausgefein, oder? Ich kann doch jetzt hier nicht die... Na gut, dann lassen wir die mal an. Okay, aber dann bitte nicht weiter mehr verraten, Phlox Viking. Das ist sonst auf jeden Fall nett. Ich werde den Tipp auch umsetzen, aber bitte sonst nichts weiter Story-Relevantes oder so verraten. Das wäre ganz, ganz lieb von dir. Dann tummeln sich die Schönsten. Du Rüpel. Musst dich doch nicht gleich so aufregen. Ich rege mich keineswegs auf. Ich mache nur Witze. Mädchen in Schenken kümmern mich nicht. Ich ziehe andere vor. Und welche sind das? Volle Lippen, grüne Augen. Achso, wir könnten auch irgendwie hier langsam laufen, ne? War das nicht mit der Umschalttaste? Achso. Ich will nur nicht, dass du denselben Fehler an BBC siehst. Na gut, dann vielen Dank. Und ich werde mal sehen, was jetzt passiert. Also, da wären wir. Wollen wir etwas bestellen? Ja, sehr gerne. Bedienung? Ah, ein paar Turteltäubchen. Was hättet ihr denn gern? Bier und Wein hätten wir gerne. Ah, guck mal, was zu essen gibt's auch. Tja, schmeckt es dir? Es ist lecker. Dieses Bier. Es gibt kein besseres in der Provinz. Weißt du was? Hey, was machst du denn da? Oh, nein, 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 nein. Oh, doch, doch, nicht, doch. Nein. Komm schon, trau dich. Nein, ich hab noch nie... Hand auf meine Hüfte. Ich weiß noch nicht mal wie. Und los geht's. Aber ernsthaft, ich kann das doch gar nicht. Sieh sich einer die zwei an. Du schlägst dich wacker. Na gut. Das ist... Na gut. Gar nicht so schwer. Ei, ei, ei. Bisschen steif, der gute Heinrich, aber ansonsten... Nicht übel. Ja, genau. Add-ons habe ich noch nicht, aber mal gucken. Wir werden wir sehen, welcher sehen. Du sagtest, du kannst nicht tanzen. Hey, tanz doch lieber mit einem richtigen Mann. Aha. Wie wär's, wenn du abhaust und jemand anderen belästigst? Ach, komm schon. Ein Körper wie deiner ist doch verschwendet an so einen lahmen Schlappschwanz wie den da. Oh, Mädchen, du hast echt geile Titten. Na, das gefällt mir. Eine Frau, die sich wehrt, bevor ich sie ficke. Oh. Prügeln können wir übrigens sehr gut. Habe ich schon mal gemacht. Funktioniert sehr, sehr gut. Das wirst du mir büßen. Ja, komm. Also prügeln ist ja wohl absolut kein Problem gewesen. Das haben wir jetzt schon öfters gemacht. Du bist tot. Daneben. Ja. Immer diese betrunkenen Menschen. Zack. Fotze. Hat der Fotze gesagt? Ich glaub's nicht. Also, zau drauf. Zack. Oh, okay. Der war ein bisschen böse.
Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen, ein bisschen Ausdauer wieder tanken hier. Okay, ich darf in seinen Schlag leider nicht reinrennen. Okay, der kann auch noch ausweichen. Jawohl. Ja. Okay, Ausdauer müssen wir ein bisschen gucken. Ach, der tritt. Musst du jetzt weinen? Jawohl, der war gut. Der hat gesessen. Jawohl. Okay. Okay, ich darf. Muss ein bisschen aufpassen beim. Ich bin hier drüben. Ja, weiß ich. Du hast auch ganz schön gelitten. Du hast auch schon ganz schön gelitten, mein Freund. Irgendwelche Frauen belästigen geht ja mal gar nicht. So, zack. Ich sage, Faustkampf ist gut. Ja, gehobene Sprache aus dem Mittelalter ist gut, ne? Tut das sehr weh? Mach dir lieber Sorgen um den anderen Kerl. Mir geht's gut. Au! Ja, natürlich. Deshalb jammerst du auch jedes Mal rum, wenn ich dich berühre. Aber du hast ihn verjagt. Nachdem du mit ihm fertig warst, hatte er nicht mehr sein großes Maul. Hey, das kitzelt. Weichei. Wie romantisch. Ja, gehobene Sprache, da ist die so. Umgangssprache. Aber gönn deiner Hand etwas Ruhe. Trag vorerst keine schweren Sachen. Danke. Darf ich dich heimbringen? Du gibst wohl nie auf. Willst du dich nicht lieber noch etwas ausruhen? Ich finde schon nach Hause. Die paar Schritte schaffe ich. Dann komm, mein Held. Na, wir lassen sie jetzt nicht alleine nach Hause gehen, oder? Das geht ja. Also, das ist ja wohl überhaupt nicht gentlemanlike. Ich hätte gerne öfters Kämpfe im 1 gegen 1. Und mit Fäusten hat das schon irgendwie das gesamte Spiel ganz gut geklappt. Das muss ich dir lassen. Okay, ja, witzig. Aber ich finde es auch gut, dass es so ist. Ich gebe mir Mühe. Du solltest reingehen, bevor Peschek sich noch Sorgen macht. Schlafen wir nicht eigentlich im gleichen Haus? Oh. Seine Reaktion ist ja einfach geil. Seine Reaktion ist ja die beste, die es gibt. Ach, schön. Okay. Wir müssen sie mal wieder ausführen in ein paar Tagen. Ach, guck mal, Müller-Peschek. Bei ihm können wir übrigens mal noch Diebstahl und sowas lernen. Aber ich mag den Typen einfach nicht. Jesus Christus. Auch das ist wieder so eine Sache. Wir könnten hier sehr, sehr gerne von ihm lernen. Taschendiebstahl, Schlösser knacken und so weiter und so weiter. Aber ich mag ihn einfach nicht. Das ist auch einer, das fünf die ganz weniger. Das Blut brauche ich gerade mal. Ja, ja, der ist on fire jetzt sozusagen. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, das war doch mal ein erfolgreicher Tagesausklang. Die Energie ist jetzt dementsprechend, es geht tatsächlich auch noch. Energie ist gar nicht so verkehrt. Aber es ist bestimmt auch schon recht spät. Ja, und wir haben einiges vor. Also, wir werden jetzt Ratai hinter uns lassen und uns auf nach Uschütze machen. Wie gesagt, Hauptquest geht weiter und da wollen wir natürlich noch lesen und schreiben lernen. Das heißt, da kommen wir gleich zum nächsten Highlight und... Hier ist noch dieses Jagdlager und da ist noch eine ganze Menge Fleisch von uns und das kann uns tatsächlich ein bisschen was bringen, dass wir vielleicht einen Teil davon in Uschütze verkaufen können und einen Teil davon können wir dann in Sasau für die Flüchtlinge noch geben. Müssen wir mal gucken, wie viel das jetzt insgesamt ist, weil wir müssen ja 100 Einheiten Fleisch oder so geben. Schauen wir mal. Auf jeden Fall gehen wir mal in unser Bett. Achso, wir machen die Tür natürlich hinter uns zu. So. Regnet übrigens gerade. Und dann, gut.
schlafen und speichern. Ich finde, nach dem erfolgreichen Tag können wir das mal machen. So, ich würde sagen, wir werden auch nicht so lange schlafen. Mit Salami abklären, die wiegt am wenigsten. Ja, okay, das müssen wir mal gucken. Vielleicht verkaufen wir auch einfach das gesamte Wildfleisch und kaufen uns irgendwie Fleisch. Ich schau mal. Wir werden mal mit 6 Uhr schlafen, nicht zu lange. Weil wir einen langen Tagesmarsch vor uns haben. Da soll es dann auch schon einigermaßen hell werden. Und dann ist gut. So, sehr schön. Wir haben auch noch ein bisschen was in der Truhe. Wir könnten noch mal schauen. Ja, wir haben diesen Warhorse Gambeson noch. Den könnten wir irgendwie mal reparieren. Der kostet auch zu reparieren. Da haben ja auch einige gesagt, dass der zum Reparieren halt auch genauso günstig ist, weil der halt nichts wert ist. Und den könnte man halt auch ganz gut tragen, um zum Beispiel jetzt weniger Reparaturkosten zu haben. Wir haben auch noch die ganzen Schatzkarten, aber ich muss mal schauen, wie ich die irgendwie ins RP, sozusagen ins Rollenspiel einbauen kann. Die Brennnessel werden wir auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Biancas Ring lassen wir mal hier, den können wir sicherlich irgendwo nochmal verwenden, zum Beispiel für Theresa. Und ich würde nochmal schauen, die ist auch, der ist auch grundsätzlich besser als das, was wir hier tragen. Also vielleicht reparieren wir den nochmal und tragen den dann anstatt die leichte gepolsterte Rüstung. Das wäre vielleicht auch noch was. Wenn wir den irgendwie zurechtkommen. Naja. Ja, ich muss mal gucken, was ich mit diesen Ingame-Schätzen mache. Ne? Das ist so eine Sache. Also wenn man jetzt mal ein bisschen immersiv an die Sache rangeht, so wie das Ganze jetzt im Rollspiel. Ich habe es in einigen älteren Streams schon mal erklärt gehabt. Dann gibt es eigentlich gar keinen Grund, warum er jetzt irgendwelche Schatzkarten hat, mit denen er jetzt auf einmal auf Schatzsuche geht. Wenn ich jetzt irgendwie durch den Wald gehe und jage und dann finde ich da was, dann ist das was anderes. Was ist wohl hier? Da war ich auch noch nicht. Okay, also, was wir machen, wir werden jetzt nach Uhlschütze reiten und wir müssen tatsächlich genau den Weg gehen, mit dem wir mit Hans Capone schon mal gegangen sind. Hier an der, an dem Lager vorbei und dann hier über die Brücke und dann versuchen wir hier das Lager wieder zu finden, wo wir mal gejagt haben. Und da musste in der Truhe noch eine Menge Wildfleisch sein. Und dann geht es hier praktisch direkt weiter nach Uhlschütze. Mal gucken. Ich bin ja mal gespannt, wie viele... Achso, halt, bevor wir das machen. Halt. Essen. Wir müssen absolut was essen. Und bei Theresa gibt es immer lecker Eintopf über dem Feuer. Ja, sehr gut. Einmal was gegessen, Sattheit ist super. Weil ich glaube nämlich, wenn wir diesen Gambeson ausrüsten, der würde wahrscheinlich sogar besser sein. Ja, guck mal, der gibt uns sogar ein bisschen mehr Rüstung als diese leichte gepolsterte Rüstung. Nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Vor allem gegen stumpfen Schlagen. Stumpfen Schaden. Na, der ist halt natürlich nicht so gut haltbar, aber das machen wir. Ja, das Problem ist, ich habe halt nicht so viel Geld, ne? Das ist halt ein Problem. Also einmal gewaschen. Dann ab nach Uhlschütze. Ja, den repariere ich jetzt auch. Ich würde die Frage... wir müssen den vielleicht irgendwo bei einem... Bei einem Schneider oder sowas reparieren. Oder beim Rüstungsschmied. Dann machen wir das nochmal. Wir müssen ja sowieso da über durch Rathai durch und dann... werde ich den auch nochmal reparieren. Ja, der ist halt auch schon ziemlich gebraucht gewesen. Den haben wir schon mal zum Schwertkampftraining und so weiter benutzt. Mal gucken, ob der Rüstungsschmied schon auf hat. Kann natürlich sein, dass das noch ein bisschen früh ist. Aber dann warten wir sonst noch mal ein Stündchen vor dem mal gucken. Schauen wir mal, ob der schon auf hat. So, direkt hier vor dem Marktstand gestellt. Richtig klug. Und, hat er schon auf? Ne, der hat noch nicht auf. Ja, pass auf, dann verbringen wir noch mal eine Stunde, warten noch mal bis 8 Uhr. Vielleicht bis 9. Ja, komm, bis 9. Dann wird es auf jeden Fall reichen, bis der auf hat.
Ja gut, das habe ich noch nicht geschafft. Das habe ich glücklicherweise noch nicht geschafft. Immer noch nicht auf. Sag mal, was haben die denn hier für Öffnungszeiten, Freunde? Also bitte. Ja gut, dann machen wir eine Stunde weiter. Aber dann ist aber auch Feierabend hier. Also mittags hier anfangen.